Völlige Wahnsinn oder auch jetzt hier, wie heißt das, Gleichbehandlungsgesetz, diese Flut von Irrsinn, der da produziert wird. Ja, aber ich meine, also alle meine Jungunternehmer, die ich so kenne, die müssen jetzt schreiben, weißt du, du darfst nicht mehr schreiben, ich möchte einen 23-jährigen Mann, um Eis zu verkaufen, sondern du musst sagen, ich möchte einen Mann, eventuell Schrägstrich Frau und alles muss gleich in der Weise. Ey, Mensch, also wenn Sie jetzt losgehen im Sommer und sagen, ich möchte ein Vanilleeis und der sagt, nee, du, Erdbeereis und Vanilleeis ist gleich, sie kriegen Erdbeereis. Dann fühlt man sich doch irgendwie verarscht. Mensch, die Leute wollen Freiheit, sie wollen die Freiheit der Entscheidung. Und Politiker führen die Leute zu einem Krampf hin, dass kein Mensch mehr, kein junger Unternehmer hat noch irgendwie... Die Politik gehen, wir brauchen so Leute. Ja. Aber wo ist die richtige Antwort drauf? Sie wollten doch, Sie wollen ja nicht in ich will von der anderen Seite an das Problem der Schwarzarbeit. Das ist ja Ihre Frage. Ja, ja, aber er hat ja gesagt, ja. Das ist ja im Prinzip, sitzen Sie der Illusion auf, dass der Staat dieses regeln kann, weil der Staat schon so weit wie tut. Dann Sie vielleicht darauf kommen. Das heißt ja nicht eingehen, mehr, sondern eine bessere Partei. Wie viel der Staat nimmt, das entscheidet die Steuernabgabenquote. Ich sage es dann nochmal, ich sage im Bundestag immer wieder 34%, OECD-Statistik Deutschland. Der europäische Durchschnitt ist 40%. Wir haben also viel weniger Staat. Ich habe gesagt, dass der Staat alles regeln will. Ja, ich will nur sagen, wir haben viel weniger Staat als der europäische Durchschnitt. Von Dänemark oder Schweden will ich gar nicht reden. Ja. Das ist eine politische Wertentscheidung. So, jetzt kommen wir aber zu Ihrer Frage Schwarzarbeit. Sie wollten den Staat. Eine Handwerkerstunde kostet heute 40 Euro, manchmal mehr. Haben Sie aber einen billigen Handwerker? Moment, 40 Euro, manchmal mehr. Wir haben also heute einen sich ausbreitenden Niedriglohn, oder ich möchte mal sagen, Ausbeuterlohnsektor, wo also Leute mit 3, 4, 5 Euro die Stunde bezahlt werden. Wie sollen die denn Handwerker mit 40 Euro oder mehr bezahlen? Und da kommen wir dann in diese Systemdebatte, und der wollen wir uns ein bisschen Vorschläge machen, wie Minimalvorschläge, also Mindestlohn, kommen wir schon nicht durch in Deutschland. Wird endlos gequatscht, alle übrigen europäischen und nicht alle. Auch Amerika, 15 haben auch das. Amerika hat das auch selbst. Ja. Friedman war für einen Mindestlohn, weil sie gerade vorhin gesagt haben. Warum sind wir noch nicht mal in der Lage, das zu machen, was unsere europäischen Nachbarn? Ja, wir sind ja ganz pädagogisch, wir sagen immer, schreiben wir es einfach von den Nachbarn. Ja, gut, an Dänemark. Herr Lafontaine, ganz kurz nur, Sie sagen, also der Arbeiter kann sich den Handwerker nicht leisten, weil er zu wenig verdient. Sie sagen also nicht, dass die Handwerkerstunde mit 44 Euro zu teuer ist. Doch, die ist zu teuer. Weil das wäre ja auch eine Möglichkeit, das zu sehen. Also ich habe mir das genau angeguckt, dass also einige, jetzt sage ich mal, Berechnungen... Sie haben gerade Handwerker im Haus, oder? Nein, ich hatte schon oft Handwerker im Haus, und wie gesagt, ich sage nur jetzt mal, wie soll denn jemand 40 Euro die Stunde bezahlen, wenn er 3, 4 Euro die Stunde bezahlt? Das heißt, die Leute können dann eben nur noch hingehen und können eben sich gegenseitig helfen und können eben, wie man so sagt, Schwarzarbeit. Sie haben überhaupt keine andere Wahl. Nein, aber warum lassen Sie den Markt das denn nicht regulieren? Ein Lohn ist doch genauso aus Angebot und Nachfrage. Wenn Sie das alles öffnen würden, Kündigungsgeschichten lockerer machen würden, wie Europa, haben Sie auch gerade gesagt, Dänemark ist heil und feier, da fliegen die raus. Da sind die Leute auch abgesichert. Kampagnen werden geführt gegen diejenigen, die sich was dazu verdienen, und die sind dann ganz schnell auch die Sozialschmarotzer, und die werden dann halt kriminalisiert. Und wir reden aber nicht über diejenigen, die ihr politisches Amt zum Beispiel, da sind wir beim Thema, zum Teil missbrauchen, um dann über irgendwelche zusätzlichen Mandate, Aufsichtsratsmandate und so weiter, ihr Haupteinkommen und auch ihren Haupteinfluss geltend zu machen. Und ich finde es abscheulich zum Beispiel, wenn bestimmte Fernsehanstalten auch, und da gehört auch das Privatfernsehen dazu, Kontrolleure begleiten und Menschen in die Wohnungen fallen, in Schlafzimmer fallen und dann völlig überforderten Familien zeigen, dass sie da vielleicht etwas Schmuh gemacht haben und sie dann öffentlich bloßstellen. Das ist gegen die Menschenwürde. Da würde ich mir doch wünschen, wenn Sie das schon machen müssen, dann sollen Sie mal einen Herrn Merz aufspüren, wenn der als Hauptverdienst neben seinem Bundestagsmandat in welchen Aufsichtsratsgremien gerade sich tummelt und dann auch nachher noch versucht zu verhindern, dass er seine Tantiemen offenlegt. Da ist ein Ungleichgewicht in der Gesellschaft, und das müssen wir überwinden, und da geht es auch um Gerechtigkeit. Mhm. Das ist zutiefst ungerecht, wie wir auch durch eine bestimmte Presse, Sie haben es vorgemacht, diese Sozialschmarotzerdebatte in die Köpfe hineinpflanzen und von den eigentlichen ablenken, die wirklichen Asozialen in diesem System darstellen. Und so wie der Reichtum
immer schamloser auftritt. So diese neue Armut geniert sich immer verschämter und versteckt sich und wagt sich schon gar nicht mehr. Aber diese Klassendiskussion, das ist so viel Unsinn, Herr Weyrauch, ich will es nochmal sagen. Ich vermute mal, jeder in dieser Runde findet es irgendwie unsäglich, wenn bei irgendwelchen sozial Schwachen auch noch Kontrollen durchgeführt werden. Es geht mir völlig gegen den Strich. Man will es eigentlich nicht. Man weiß, es passiert trotzdem. Es ist trotzdem ekelhaft. Es geht contre coeur, man will es nicht. Das ist das eine. Soweit richtig. Aber dass man jetzt bei Herrn Merz nachgucken müsste, ja. Nein, das finde ich ja nicht. Aber wenn gedanklich sollte man. Was haben Sie denn gemeint? Ich rede von denen, die. Es geht um den Tatbestand der Abgeordnetenbestechung, der in vielen Ländern Straftaten in Deutschland nicht. Die Wehrlosesten bespitzeln, um dann bei den anderen in die Knie zu gehen und einen großen Kontakt zu machen. An diesem Stand der Diskussion stelle ich fest, Gerechtigkeit ist eine Frage der Sichtweise. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte eine große Koalition aus den beiden Sofas, dem linken und dem rechten jetzt hier, hätte ich ein absolutes Chaos in diesem Land. Ist es, ja, weil das ist wirklich nicht übereinzukriegen. Also wenn das die Debatte ist, die zwischen der SPD und der CDU gerade läuft in der großen Koalition, muss man sich nicht wundern bei dem, was rauskommt. 15% der Deutschen sagen angesichts vielleicht dieser großen Koalition, vielleicht haben Sie es vorher nicht gesagt, Sie hätten gerne einen starken Führer. Ich hätte jetzt einen mal zur Auswahl. Das ist der hier. Wir haben den Bundespräsidenten und der mischt sich in einer Art und Weise in die Tagespolitik ein, indem er zum Beispiel sagt, der Rüttgers hat nicht recht, wie man es eigentlich vom Präsidenten nicht erwartet. Welche Kopfnote? Ich würde ihm am liebsten eine sehr gute Note geben. Das ist die tragische Figur der derzeitigen Politik. Wenn andere Mehrheiten da wären und anders regiert werden könnte, wäre der imstande, eine 1 zu kriegen. So ist er eben so 3 plus leider nur, weil er eigentlich das Richtige denkt, das Richtige sagt, aber teilweise eben auch über das Ziel hinausschießt. Herr Weyrauch. Obwohl ich mit ihm, er kommt ja rein vom Wirtschaftsliberalismus her, absolut nicht einverstanden bin, finde ich erfrischend, dass es ein Staatsoberhaupt erstmalig finde ich, ja gut, Heinemann hat es auf seine Art auch gemacht, aber wieder mal versucht, obwohl ich mit seinen einzelnen Beurteilungen überhaupt nicht, zum Teil nicht einverstanden bin, zum Teil schon, er macht es keinem zurzeit bequem, er verteilt selber Noten und ich finde, das ist ein Stück praktizierte Demokratie von oben. Ich würde ihm die Note 3- geben. Herr Baring. 1. Sie wünschen sich einen starken Präsidenten, oder? Naja, Gott, der ist ja nun wirklich sehr schwach. Das ist ja, was wir gerade gemeinsam beklagt haben, dass der im Grunde genommen außer Reden, also Sie würden ihm mehr Macht geben, wenn Sie könnten, meine ich damit. Ja, natürlich, klar. Also die Verfassung ist ja im Grunde genommen grotesk, dass wir einen Präsidenten haben, der im Grunde genommen nur als Dekoration da ist und der ja auch sich in manchen Gelegenheiten nicht besonders bewährt hat. Wollte mal gerade gucken, wann Sie geboren sind, ob Sie die Weimarer... Nee, gerade nicht mehr. Nee. Aber jetzt mal ernsthaft, das war die Debatte, die dieses Land mal geführt hat. Also ich glaube, dass das Grundgesetz in vieler Hinsicht viel mehr Schwächen hat, als wir im Allgemeinen wahrnehmen. Aha. Es ist eine Verfassung der Angst gewesen, das war 1949 vollkommen berechtigt, weil man dachte, Gott, oh Gott, wenn wir nicht aufpassen, kriegen wir wieder einen Führerstaat. Ja. Aber das ist doch heute die geringste aller Sorgen, dass wir eine übermächtige Zentrale kriegen. Nein, wir haben eine zu starke Verteilung. Ich war allein das Verhältnis Bundesrat und Bundestag, auch jetzt nach der Föderalismusreform, ist doch alles äußerst problematisch. Und da wäre es ja natürlich schon gut, wenn jemand, der natürlich dann auch vom Volk gewählt werden müsste, das ist ja nicht so mit dieser Bundesversammlung. Das ist ja keine Basis, nicht? Keine Legitimationsbasis heute. Herr Bullen, Kopfnote für Ehler? Ich würde mir eher wünschen von so jemandem einen Visionär. Weil ich frage mich immer, warum ist Microsoft nicht in Deutschland? Warum haben wir so eine Firma nicht? Warum machen wir kein Biotech? Warum werden Handys in Nokias Norwegen oder Finnland? Nokia Finnland. Ich meine, wie kommt das, dass alle diese neuen Sachen, die wirklich, also wir haben immer noch unsere schicken Autos, ja, wir sagen immer, wie wir Deutschland, aber mir wird das langsam bange um diese Arbeitsplätze, weil wir immer in diese neuen, und deshalb, ja, und da kommen nie Visionen. Und
deshalb also kriegt er von mir eine 3-. Also ich hätte gewünscht, er wäre an der Spitze des IWF geblieben, des Internationalen Währungsfonds. Wir beklagen alle, dass wir viel zu sehr national ausgerichtet sind und gar nicht sehen, wie die Welt sich um uns herum verändert. Sie haben eben China, Indien genannt, die Globalisierung. Und wir hatten es dann mal geschafft, einen Deutschen an die Spitze des Internationalen Währungsfonds zu bringen. Eine der mächtigsten internationalen Institutionen. Und dann wird er abgezogen und jetzt macht er nationale Politik gefragt. Und redet über Alt 1.